Gott. Was? Gott, grüße. Ich habe sie nachgeäfft, falls sie das mitbekommen haben. Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Ach du Scheiße, was das denn für ein Lackaffe? Ja, also Lack trifft sehr gut. Das kommt davon, dass ich meine Haare 3 Tage nicht gewaschen habe. Die stehen alleine. Das ist richtig. Das ist eklig. Das haben sie wissen sehr sie gut was, erkannt. Officer, ja. Wissen Sie, wie... Bah, ja. Das ist fast genauso eklig, wie dass Sie dafür nicht sorgen, dass hier Toilettenpapier bei Ihren Toiletten liegt. Naja, wenn ich mir so Ihr T-Shirt angucke, junge Frau, haben Sie noch Toilettenpapier bei sich. Wollen Sie mich verarschen? Beleidigen Sie gerade meine Kleidung? Sie alle ziehen mir doch ständig mein Geld aus meiner Tasche. Ach, kommt jetzt die... Wie kommt soll ich mir denn was Neues kaufen? Kommt jetzt die Geschichte, dass sie jetzt anfangen zu weinen und wir sollen Mitleid haben. Ach, kennen Sie schon sowas? Kenn ich schon. Das ist ein alter Hut, zieht bei mir leider nicht. Zieht bei mir leider nicht, die haben ja gar keine Ahnung. Null. Nicht. Nee. Hm. Also dafür, dass sie eben geweint haben und jetzt auf einmal wieder sehr erbost sind, war ja meine These doch richtig. Ja, ich bin erbost, weil sie mir einen Scheißdreck glauben und anscheinend kann hier, egal was ist und Sache ist, würden sie mir eh nicht glauben. Kullern jetzt wieder die Tränchen. Ich finde sie scheiße. Sie finden mich scheiße. Ich finde sie richtig scheiße. Finde ich gut. Es muss auch Leute geben. Finde ich gut, ja. Es muss auch Leute geben, die mich scheiße finden. Bin ich ganz ehrlich. Ja, und ich stehe ganz weit oben, Herr Officer. Ich stehe ganz weit oben. Ja, momentan stehen sie hinter drei ganz Wänden hinten. Und hinter einem Zellentrakt. Also, oben würde ich es jetzt nicht betrachten. Ach was, und wissen Sie was? Sie sorgen noch nicht mal für ihre Knastleute hier, weil sie nicht dafür sorgen, dass wenigstens Klopapier vorrätig ist. Und dann, wenn man dann schon mal nachfragt nach Klopapier, braucht man erstmal eine Viertelstunde, bis die ganze Kacke im wahrsten Sinne des Wortes angetrocknet ist. Das ist eine Frechheit. Und ich werde die Polizei verklagen deswegen. Machen Sie das. Ja, mache ich auch. Was habe ich den Officer Ich Bims schon erzählt? I-Bims. Und nicht Ich Bims. Ja. I-Bims. I-Bims. Ja. Ja. Schön für Sie. Also jetzt habt ihr kein Toilettenpapier. Inzwischen habe ich Toilettenpapier. Was brauchen Sie denn für welches? Das einlagige oder doch lieber das vierlagige? Wollen Sie mich gerade veräppeln? Am besten. Nee, es war jetzt meine ernst gemeinte Frage. Nicht mehr fest. Also, es gibt ja Leute, die bevorzugen lieber das einlagige. Ich persönlich mag das lieber ein bisschen sanfter, ich nehme lieber das vierlagige. Ja, dass Sie sanft mögen, das habe ich mir gedacht. Ja, sehen Sie. Wer seine Haare länger nicht wäscht, dass er aussieht wie ein Lackaffe, kein Wunder. Ja. Aktuell 1060, zwei Fahrzeuge vom Kokainverarbeiter, ein weißer Audi, RS4. Also meine Haare duften nach Pfirsichblüte. Pfirsichblüte? Ja. Boah, das ist widerlich. Pfirsichblüte, Alter. Bah. Ja. Bah. Abartig. Muss ja sagen, ich finde es schon geil. Oder? Ja. Morgen Sie stehen auf Pfirsichblüte. Morgen gibt's wieder Kokos. Kokos? Ja. Naja, passt jetzt im Lackaffen. Ja. 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 Ich werde die ganze PD werde ich verklagen. Machen Sie das. Mach ich auch. Das freut mich. Verfolgen Türkisen, Audi Richtung Crabseed. Sollte sie nicht freuen. Sie können ihren Job verlieren. Für was? Ach, für was? Für die Hautschäden, die mir jetzt... Durch das Toilettenpapier. Weil ich kein Toilettenpapier bekommen hatte. Ich habe fast eine Viertelstunde auf das Toilettenpapier gewartet. Folgen weiter Richtung Westen. Und ich war schon auf Klo. Das kann der Officer bezeugen. Ja. Also jetzt konnte sie nicht wischen quasi. Deswegen ist es ja angetrocknet. Okay. Schön, dass Sie es auch mal gecheckt haben. Kann ich, muss kurz lachen, tut mir leid, Freunde. Und da bringt mir jetzt auch nicht mehr einlagig oder vierlagig. Wie auch immer.
Und wo ich herkomme, kann man sich einen Scheiß nicht leisten. Vierlagig. Oh. Nicht. Ja, ich bin Mr. Prinz Lackaffe und leiste mir vierlagiges Toilettenpapier. Aber ich habe noch eine Frage, die Frau. Wie ist denn erstmal Ihr Name? Also, ne, ich bin da immer sehr, sehr wissbegierig. Frau Mia. Mein Name ist Herr Shepard. Ich habe aber noch eine andere Frage. Shepard. Warum heißen Sie Shepard? Hat man Sie total gegen die Wand gescheppert? Nee. Aber ich habe eine Gegenfrage, aber gute Frau. Aber es geht bestimmt. Ich habe eine Gegenfrage, gute Frau. Ist Ihre Würde so kaputt wie Ihre Hose? Sie sagt zu Ihnen, ob Ihr Name an die Wand scheppert wurde, aber Sie heißen Mond mit Nachnamen. Moon. Ich heiße Moon Officer. Ein scheiß Mond. Moon. Sailor Moon? Richtig, ein scheiß Mond. Scheiß Mond, Alter. La Moon. Ja gut, also gut, Frau Lamoon, jetzt haben wir alle herzhaft geschmunzelt. Jetzt auf Spaß beiseite, also gut, also Sie konnten jetzt quasi Ihr Gesäß nicht abwischen, weil kein Toilettenpapier war. Hat er so richtig vernommen. Officer, ich erkläre Ihnen das, okay? Ja, bitte. Okay. Also, ich muss ein bisschen weiter ausholen, okay? Ja, selbstverständlich. Ich habe einen Opa, das habe ich gestern schon erklärt, der hat einen Schlaganfall erlitten. Um den pflege ich. So, mein Opa ist momentan krank und der hat Durchfall. Ja? Können Sie mir schon so weit folgen? Mhm. So, und ich pflege ihn ja und habe mich da ein bisschen angesteckt. Das heißt, als ich heute aufgewacht bin, musste ich halt dringend auf Toilette. Da habe ich schon gecheckt, scheiße, ich habe mich bei meinem Opa angesteckt. Dann bin ich ganz schnell auf Toilette. Dort hinten. Mhm. Wohl bemerkt, die ist echt scheiße dreckig. Ich habe gestern angeboten, sie ihre ganzen Toiletten hier für die Schruppe, Putze und so weiter. Hauptsache, ich muss nicht nur hier in dieser Kackzelle sitzen. Mhm. So, auf jeden Fall zurück zum Thema. Ich habe mich raufgesetzt und habe einen abgeseilt. Dann habe ich gemerkt, scheiße, es ist kein Klopapier da. Dann habe ich die Leitstelle angerufen mit diesem komischen Notruftelefon, was hier liegt. Mhm. Dann musste ich erstmal, wohl bemerkt, aufstehen von der Toilette. Sie wissen, wenn man Durchfall hat, ist das nicht so lecker. Hatte aber ja kein Klopapier, musste aber zu diesem Leitstellentelefon. Das heißt, ich bin aufgestanden zum Leittelefon und habe dann die Leitstelle angerufen. Dann habe ich die Leitstelle angerufen und habe gesagt, Officer, hier ist kein Klopapier. Ich hoffe, von euch ist gerade keiner was. Der Officer hat dann irgendwie irgendwas, glaube ich, durchgefunkt, dass man mir doch bitte was bringt. Ja, es ist nichts vorrätig, sie müssen erst im Supermarkt. Okay, habe ich mir gedacht. Okay, dann warte ich so und sitze lang und so weiter auf der Toilette. Inzwischen, Officer, ja, habe ich schon einen fetten Abdruck an meinem Arsch. Weil die Kacktoilette, wie Sie sehen, hat keine Klobrille. Das können wir uns übrigens leisten, eine Klobrille. Sie anscheinend nicht hier. Ganz schön armselig, davon mal abgesehen. Dann habe ich gewartet. Ja. Dann habe ich wieder angerufen, den Officer, und hab gesagt, Officer, langsam klebt mir die Kacke am Arsch fest. Ich brauche jetzt mal Klopapier. Dann hat er wieder durchgefunkt. Und dann kam Officer, ich bin's. Also, ich meine Herrn Wilson. Ja, Officer, ich bin's. Okay, ja. Ja. So, und dann hat er mir Klopapier gebracht. Und ich konnte mich, soweit es geht, weil es hier möglich ist, was nicht so super geil möglich ist, mich befreien. Teilweise. Teilweise. Ja. Ja, Officer, überlegen Sie doch mal, wenn es festklebt. Glauben Sie, kriegen mit trockenem Klopapier? Dann anscheinend, ich guck mal. Spucke kann auch in sämtlichen Lebenslagen helfen. Spucke. Ja. Sammeln Sie mal ein bisschen. Was denn? Also, was ich Ihnen anbieten kann, Frau Lamotte, also ich kann Ihnen eine Wasserfläschchen nehmen. Hört. Vielleicht könnte das ja ein bisschen sauber machen. Das wäre ja, großartig, check, weil wir sind gerade auf dem Weg zum PD, dann können Sie sich einen von unserer Dreierstreife schnappen. Hol schnell da vorne ein Wasserfläschchen und dann gleich die Knie rein. Haben Sie auch frische Unterwäsche? Ja, ich schau mal, was ich tun kann. Ja? Ja,
Das war zu lustig, Alter. Ich konnte nicht mehr. Es war halt wirklich zu lustig. So, dann fahren wir jetzt mal zum Kleidungsladen und holen hier erstmal ein paar frische. Paar frische Schlüpper. So. Ja, schönen guten Tag. Ich bräuchte mal ein paar Unterhosen. Ja. Spitze ist okay, nehmen wir. Gut. So ein Oma-Hüschen. Feinripp. Apex, grüß dich. 75 von der Leitstelle kommen. Gut. Ja, Sie können noch Viertelstunde Einzelstreife fahren. Danach können Sie mit dem Herrn Preston und mir zusammenfahren. Wir müssen noch einen Fall abarbeiten, kommen. Ja, check. Leitstelle Ende. Ach, lustig. Lucky, grüß dich. Das heißt, Sie haben... An dem Tag waren sie auch nicht draußen oder so, oder so. Haben sie irgendwas gemacht? Ich Nein. Musste extra noch zum H&M flitzen. Aber da haben wir schon das nächste Problem, die Dame. Weil das mit dem ATM, mit der Flucht, das war genau an ihrem Gerichtstermintag. Ja, und soll ich mal was sagen? Nein, sie haben gerade gesagt, sie waren nicht draußen, dies, das. Hören Sie halt nichts, ist mir auch egal. Möchten Sie jetzt die Unterhose? Ich habe leider nur Feinripp gefunden. Ich habe davon keine Ahnung, was Damen tragen. Bitteschön. Ich habe Ihnen auch noch eine Wasserflasche gegeben, die reiche ich Ihnen mal rein. Na. Oh, ich kurz sagst. Bin ich noch nicht böse. So. Herr Schepper. Einmal bitte, Zolle 1. Das heißt, Trennung, nicht Break. Ja. Herr Preston, ich habe momentan ein bisschen andere Sorgen. Ich habe hier noch andere Sachen mit dem PD zu tun. Er muss da Bewerbungsgespräche und so machen. Ist momentan ein bisschen viel Stress. Warum hat die Dame keine Hose an? Weil die am Pinkeln ist. Oder am. Nee, die macht ihren Hintern sauber. Guckst du da gerade hin? Hast du gar kein Schamgefühl? Ja. Gesicht zur Wand. Ja, irgendeiner muss ja kontrollieren, was die Gefangenen in der Zelle machen. Ist ein Argument, Herr Preston. Ja, da noch die neue dann Unterhose. Haben sie einen lecker Anblick. Wenn sie schön ihren Hintern sauber macht von verklebten... 40, Scheiße. Haben sie mal 40 Yard? Meine Muskeln gespürt, oder was? Ja, Frage, können Sie mal die Akte von dem Herrn Chen gucken, wie viele Einheiten er dabei hatte? Eieiei. Check. So, hier haben Sie die Wasserflasche wieder, Officer. Ich nehme Ihnen mal die Päckchen und die ganze Spaß hier ab, ne? Ja. Was, die Päckchen? Was für Päckchen? Ach, die Päckchen. Ja. Illegal, Herrchen. Ihr Handy kriege ich noch? Ja. Sie kriegen dann für mir auch ein Zitronen am Handy. Ja, super. Toll, das kriege ich nie gekriegt. Ich habe letztes Mal gefragt, ob ich ein Zitronen am Handy gekriegt habe. Nein, habe ich nicht. Halt für eine Zicke. Ich hab ich nicht. Extra noch gesagt, dass nicht. Sie das auch haben. Nein, 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 haben sie nicht. So, da haben sie jetzt alles von mir, dann kann ich ja gehen. Ja, was für komm. Eine Schweinerei, Alter. Das ja, hab ich nicht bekommen. Zebresel hab ich nicht bekommen. Ist das gemein? Frau Lamoon. Nee, nur ein Leitstellentelefon, wo sie die Leitstelle anrufen können. Zebresel gibt's nicht. Frau Lamoon.
Ja. Warum sitzen sie denn stellen? Eigentlich so lange? Halten Sie die Fresse! Halten Sie die Fresse! Halten Sie doch die Fresse! Kommen wir gleich da durch! Ja, dann komm ich mal durch! Seien Sie mal nicht so vorlaut! Na! Was für ein Spinne, Alter! Für eine Spinnerin, Alter! Ja, schlecht geschlafen oder was? Scheint so! Okay, so ein Päckchen schlecht wieder. Geschlafen, was wie wollen schlecht Sie? Geschissen, oder? Richtig mit Ihnen! Hey, Weißkopf. An ihm gefunden? Ja, nix hat er dreimal verarbeitetes und zehnmal unverarbeitetes. Ich hab damit gar nichts zu tun. Oh, Herr Schen, Sie sind ja illegal. Nee, das die war. Die Polizei schiebt auch gerne was zu. Ja, nur mal so. Ja. Ja, vor allem mit den komischen Locken hier. Ich glaube, er meint Sie, Herr Wilson. Herr Wilson? Nee. Doch. Nein. Gucken Sie mich jetzt so an. Ja. Ja. Sieht so gut aus. Nee. Doch. Alter, Falter. Nee. Nee. Doch. Nee. Die Dame, wie lange haben Sie denn noch? Nee. Wir fragen Sie mal Officer Black. Oh, nee. Shepard. Black, Barbe, wie viel hast du jetzt vorgefunden? Wurde wieder nichts eingetragen. 3 verarbeitet, 10 unverarbeitet. So, Herr Schen. Ja. Ihnen wird vorgeworfen. Das ist ja schön. Paragraph 2 Absatz 1 BTMG, der Besitz von Betäubungsmitteln. Drei bla bla bla. Absatz 2 die Klappe. Bla, bla, bla. Paragraph 2 Absatz 1 BTMG, Besitz von unverarbeiteten Produkten, 18 Einheiten. Außerdem wird den Entzug polizeilicher Maßnahmen. Paragraph 30 Strafgesetzbuch. Ich hätte Panik gehabt. Dies macht eine Höchststrafe von 3.535 Dollar. Hab ich nicht. Herzlich willkommen, hast du schön im Knast. Och, die Dame, jetzt hätten sie doch den Sabbel. 07 geht auf den Schiff. Mein Gott. Nein, 07! Hört. Wissen Sie, wie lange die Frau Mia Lamoon schon drin sitzt, komm? Negativ, komm. Ja, ja, die sitzt check. Hier danke. Seit 12:45 Uhr. Wie lange muss ich denn noch? Ja. 95 Monate musste sie, ist sie seit 12:45 Uhr. So, kann ich jetzt 35. gehen hier wegen guter Führung, Mann? Den hasse ich, Alter. Danke, Kollege, lange. Wenigstens einer. Herr Wilson! Das was? Ist Ibims, das ist nicht Wilson. Machen Sie mal das Ding hier auf jetzt, ich kann gehen, hat der Kollege gesagt. Echt? Ja, ja, hat er gesagt. Sie. Lassen Sie mich mal hinten raus. Ja. Dann Fluchtgefahr, ne? Flucht. Wäre nur eine Beihilfe, machen Sie schon. Ja, und nehmen Sie mich dann mit? Wer nimmt hier wem? Ja, Sie mich, Mann. Hören Sie kennen mir Sie nicht, Mann. Ja, ist doch scheißegal, Alter. Aschel, grüß dich. Nichts ist hier scheißegal. Doch. Der Scherz war das raus. Ich hab gedacht, Sie verdienen Ihr Geld nur mit legalem Zeug. Ja, normalerweise schon, aber heute, weiß ich nicht, hab ich die Vergangenheit wieder eingeholt. Achso. Wieso ist die Frau weg? Ja, ne, die schläft. Achso. Sie sollten aufpassen, die haben keinen Klopapier, wenn sie halt mal auf Klo müssen. Sabbel. Alter Ibims, halt die Fresse. Mein Gott. Sagen Sie das bitte nicht. Dass Sie illegal waren. Ja. Das krieg ich richtig Beef. Kein Problem. Okay, eine Woche kein Sex mehr. Irgendwie eklig? Ach du Scheiße, Alter. Halt den Sabbel, warum hast du jetzt rote Haare? Eine Fresse. Gesagt, ich mach die Ampel. Gut, Hätchen. Mars Officer. Ich will gar. Nix. Also, warum sitzt du denn jetzt, gute Frau? Warum ich sitze? Mhm. Hätchen. Hätte eine Verhandlung. Also, ich sag Ihnen jetzt mal, was gegen Sie vorliegt. Ja, okay? Was, aber was lag denn gegen Sie vor? Und da kam ich ja nicht hin, weil ich nicht konnte, weil mein Opa aus dem Bett gefallen ist. Jonas, ja, was liegt denn noch vor? Und angeblich hätte ich einen ATM ausgeraubt, was ja völliger Bullshit ist. Aber ist ja egal, habe ich ja jetzt hier wahrscheinlich hoffentlich alles mit abgetan. Und Sie haben ein paar frische Unterhosen abgestaubt. 25 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, fein Ripp-Kack-Unterhose. Na, immerhin. Von Betäubungsmitteln am Mann, 3 Einheiten.
Paragraph 2 Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz, Besitz von unverarbeiteten Produkten. Außerdem war es kein Feinripp, sondern es war Spitze. Ach, Paragraph 30 Strafgesetzbuch. Entzug polizeilicher Maßnahmen. Zu. Das haben sie gar nicht original gekauft. Das haben sie aus dem Auto geholt. Das ist ja kein Problem. Nein, ich war Tatsache. Dafür bin ich entschuldigt. Die sahen aber auch komisch aus. Die sahen aber auch komisch aus. Aber bei der Tankstelle hier drüben. Das ist richtig. Haben den Blatt verwechselt, oder? Das macht ein Bußgeld von Höchststrafe $5,435. Und im Knast. Ich habe ja auch noch den Kassenbeleg, wenn Sie den brauchen, falls Sie das zurückgeben möchten. Gar nicht. Wenn Sie bezahlen können. Womit nee, kann denn? Ich nicht. Wir müssen Sie. Ja, sehen Sie? Nehme ich. Dankeschön. Ja, können Sie noch zurückgeben. Können Sie tauschen, wenn es Ihnen nicht gefällt. So. Zack. Also gefällt Ihnen das Spitzenhöschen, was ich Ihnen gekauft habe? Scheißdreck. Aber meinen Sie, ich bin dumm? Ich kann das auch nicht gebraucht wieder zurückgeben. Ja, besser wie Rallye-Streifen in ihrer Unterhose. Die und dumm, also bitte. Nein, natürlich nicht. In einem angenehmen Aufenthalt in unserem Zellentrakt. Denken Sie dran, nicht auf Klo gehen. Kein Klopapier da. Der Herr, wenn Sie haben Klopapier. Wenn Sie vierlagiges brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Ich habe ja zwei Matratzen hier. Eine zerreiße ich davon. Ja, das ist ja dann fünflagig. Ist ja sogar noch weicher. Ja. Boah, fühlen sich witzig, ne? Ich? Ja. Also bin schon der Spaßvogel im Team, ja, würde ich schon total, so sagen. Total, ne? Lackaffe, ey. Wer ist denn ein Kackvogel? Ja, die Dame beleidigt mich. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe extra. Sie sind ein Lackaffe. Haben Sie selbst zugegeben? Ja, okay. Ja. Haben Sie damit Lack zu tun, Herr Schäfer? Weiß ich auch nicht. Ja, er hat paar. Ich hab gedacht, erklärt. Sie stehen nicht auf Lackleder. Der hat paar Tage seine Haare nicht gewaschen, ja? Das ist ja Quatsch. Also, wie gesagt, meine Haare riechen nach Pfirsichblüte. Pfirsichblüte. Und morgen ist Kokos, ne? Morgen ist Kokos dran, richtig. Und morgen ist Kokos. Mhm. Man muss ja seinen Conditioner jeden Tag wechseln. Na, wenn man die Kohle hat, ne? Aber wenn ich hier fertig bin mit dem PD, haben sie nicht mehr die Kohle. Mhm. Ich mach mir schon vor Angst in die Hosen. Dann ja, sie wissen so jetzt, wo sie frische Unterhosen kriegen. Ja, dann habe ich so eine Unterhose wie sie. Wollen sie mich verarschen? Also wenn sie mich jetzt so offen und ehrlich fragen, ja. Ey. Das ist nicht witzig. Sie hatten hier kein Klopapier hingepackt und sie sind schuld, warum die Scheiße angekrustet ist. Und sie sind schuld, dass ich mich nicht vernünftig abwischen konnte. Ey! Erzählen Sie, wenn Sie hier raus sind, erzählen Sie das eigentlich dann auch jedem? Ich bin auch im Fernseher. Was? Wenn Sie hier raus sind, erzählen Sie das dann auch jedem? Was? Dass Ihr Hintern verkrustet ist, wegen, weil Sie kein Klopapier hatten? Natürlich, ich will auch das PD verklagen. Ja. Also ich hab ja mit dem Toilettenpapier hier nichts zu tun, ne? Also. Ich war ja so gütig und hab ihnen neue Unterhosen gebracht. Ja, das ist ja auch nett und freundlich. Aber Sie sind sie nicht in der Pflicht, irgendwie zu gucken, ob Ihr Arbeitsort auch gut vorbereitet ist, bevor Sie anfangen zu arbeiten? Naja, da drin ist kann man, Arbeitsort. Ja, rein theoretisch haben Sie da gar nicht so unrecht, gute Frau. Wenn ich ein ATM ausraube, dann gucke ich doch auch erst, ob ich meine vernünftigen Schraubenzieher dabei habe und mein Handy, um den Code zu knacken, oder? Das ist richtig. Ich gebe Ihnen da auch völlig recht, gute Frau. Das Problem ist, Sie saßen ja schon in der Zelle, wo ich in den Dienst kam. Also, ich hätte Sie ja nochmal rausschmeißen können aus der Zelle, erstmal gucken können, ist Toilettenpapier da und dann wieder reinstecken können. Das hätte ich natürlich machen können. Das wäre der richtige Arbeitsweg gewesen. Ja, aber Sie saßen ja schon drin. Ne? Und da war ja die krosse Krabbe schon gekrost. Wieso holen Sie nicht einfach eine Klorolle von Ihrer Toilette oben? Weil die Officer, ich habe vorhin angerufen in der Leitstelle, und die haben gesagt, dass die im PD keine Klorollen mehr haben. So, machen die den Arsch mit Muscheln sauber oder was? Ja, nee. Anscheinend. Nein. Meinen Sie, wir müssen noch bei den Supermarkt lassen ankrusten. Alter, lass mich aussprechen. Passen Sie auf, der Herr. Das läuft wie folgt. Wir hier im PD haben gar keine Toilette, weil ich gehe mal zum FIB Tower. Dort hat die Frau Jones ihr Büro und die hat eine Privattoilette und da gehe ich dann immer rauf. Was hat die? Davon wusste ich ja noch gar nicht. Doch, hinter ihrem Büro. Hinter ihrem Büro, da ist eine Privattoilette. Müssen wir mal gucken. Da rennen Sie jedes Mal hin. Da gehe ich jedes Mal hin. Dann sage ich, ja, ich muss mit Frau Jones sprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Und dann benutze ich eigentlich nur die Toilette und gehe wieder.
Scheißen sie die Buchse voll. Jo, da ist bestimmt wenigstens die Toilette vernünftiger als hier. Der hat sogar sechslagige Toilettenpapier, sage ich. Eine Einheit bitte den Edelmetallhändler anfangen und es gibt sich anscheinend mehrere unangemeldete Fahrzeuge. Das wird schon Max Wirtz. Also, ich sag ihn. Check 75 für ja, selbst genau. Erst vor zwei Minuten, da stand er noch nichts. Ja, ich mag die auch nicht so, ja, aber. Ich hab einen Anruf bekommen, ist, okay, dass die Toilette ist super. Fahrzeuge finden, die nicht angemeldet sind und das sehr komisch aussieht. Immerhin eine Sache, die da den toll ist. Die ist bestimmt so getriggert. Ja, sie scheint ja alle zu lieben, ne? So kann ich jetzt gehen wegen guter Führung. Wie lange haben sie denn? 5 Monate. Wie lange haben sie? 5. Frage an die Einheiten: Wie lange hat der Herr Chien seine Haftzeit kommen? 50 Monate kommen. Ja, hängen sie nochmal eine Null dran, sie. Sie was? Gold. Arsch. Der Check 58 Ende. Ja, sehen Sie? Scheiße gelaufen. Ob die Officers sind nicht sehr nett. Mit dem Spruch von der Dame kommen sie jetzt frei. Danke, wow, dass sie so ruhig waren und so nett waren. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Das finde ich sehr nett von Ihnen. Lassen Sie mich raus! Ist ja okay, gute Frau, beruhigen Sie sich mal. Nein, lassen Sie mich Blut. Jetzt hier raus. Ich will hier nicht ruhig mehr Blut drin sein. Ja, da lassen kann ich verstehen. Sie mich raus! Ja, jetzt beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich mal. Sie gerade am Kacken oder was? Wann Sie mal. Zieh mich hier raus! Das könnte wehtun, ne? Sonst haben sie gleich ihre Hand gebrochen. Dann können sie mit den Herrn Hernandez unterwegs sehen. Naja, das Problem ist, dann kann sie sich halt auch nicht mehr abwischen. Mein Fuß, die kleine Hosenscheißer, gucken Sie doch! Ja, aber da können sie sich jetzt, sie können sich, gute Frau, sie können sich gleich nicht mehr abwischen. Das macht doch keinen Sinn. Ich tut's nicht die Hand, ich nehme den Fuß! Damit wische ich mich nicht ab! Mit dem Fuß abwischen? Ach so. Naja, gut. Okay. Jetzt machen Sie die Scheiße auf hier! Hallo, ihr bleiben Sie mal ganz locker. Brühe sich mal, Mensch. Ansonsten hole ich den Flo, ja? Und wenn der Flo kommt, dann der flippt richtig aus. Jetzt habe ich wieder Angst vor dem Flo. Ja. Lassen Sie mich hier raus! Pepper, gehen Sie mal noch einen Meter vor. Okay. Lassen Sie mich hier raus. Aua. Meine Hand. Ja, ich sag ja. Soll ich jetzt Gott sei Dank sagen oder schade? Ich glaube, wir drehen uns immer im Kreis, ne? Also jetzt kommt wieder die Mitleidstour. Halten Sie die Presse, keine Ahnung. Halten Sie die Presse, keine Ahnung. Oh, ich muss dringend zum Zahnarzt, können Sie mich mal eben... Ich sehe, der Herr, Sie haben Nasenbluten, Mensch. Ich lass sie mal raus. Haben wir irgendwas zum Dispatch? Hat er angerufen oder wissen wir nichts? Ist nicht von Ihnen. Ja. Ich hab keinen Schlüssel dafür, tut mir leid. Ja, wie? Sie haben keinen. Ich bin, hey! Ich bin nur Rekrut, tut mir leid. Der Kollege hat mich gerade schon verarscht, mach das Ding auf. Nein, ich bin Rekrut hier. Ich hab leider keinen Schlüssel. Dann holt ihr eine Säge oder sowas? Eine Säge. Wo soll ich denn eine Säge herholen? Beim Verarbeiter. Da soll bestimmt irgendwo hier eine Abstellkammer liegen, hier so ein Ding. Nachdem man verarbeitet hat. Okay. Check, legen Sie das hier auf und lassen mich gehen. Eine Säge. Herr Wulz, haben wir eine Säge? Ich würde gerne den Gefangenen in Zelle 1 befreien. Sir. Na, Säge. Ja. Aber das sind doch Titanstäbe, oder? Da bringt mir auch eine Säge nichts. Also schon mit Titansäge. Eine Titansäge. Welchen Film haben Sie denn zuletzt gesehen? Wir können ihn ja so eine Frau Lamoon, haben Sie denn vielleicht eine kleine Nagelfeile bei? Entschuldigung, habe ich den letzten ATM vergessen. Achso. Ja, das ist natürlich blöd. Sie wissen doch, dass ich sonst mir nie was zur Schule kommen lasse. Lassen Sie mich einfach gehen. Ja, Strafe, weil Sie... Ich bin normalerweise der reinste Bürger hier. Ja, Sie sind ein reinster... Reinster was? Meta-Mensch. Ja, das sind wir alle. Wir kämpfen nur ums Überleben. Selbstverständlich. Ja. Fressen oder gefressen werden, ne? Ja, so ist richtig, Officer. Oder Sie werden gerade gefressen, die Dame. Halten Sie die Fresse. I-Bims. Ja, I-Bims Wilson. Hey, Lockenkopf. Das Ding auf. Da ist ein Lockenkopf. Ein Raster. Also Preston, Sir, als Rekrutik werde mal da einen in die Bresche springen für Sie. Okay. Das ist der Herr, können Sie bitte meinen Kollegen nicht so anfahren? Das würde mich sehr beruhigen. Das war ein Kompliment. Ja, das finde ich nicht, dass es ein Kompliment ist, Sir. Bei allem Respekt.
Ja, weil sie wollten mich doch eh gehen lassen, dann höre ich eh auf. Der lügt, die ja, aber ich bin aber nur ein Rekrut bla, und ich bla, habe, wie bla, gesagt, keinen kein, Schlüssel lügen, für die Zellen. Ja, aber ihr Kollege, der hat doch jetzt einen Schlüssel hier. Ich bin erst seit einer Woche im Dienst und woher soll ich den Schlüssel nehmen? Von ihrem Kollegen nehmen sie den. Ja, aber kann er nicht einfach an Herrn Wilson seine Tasche greifen und ihm die Schlüssel aus der Tasche nehmen? Wie ja, dann von den anderen aus? Kollegen. Ja, das sieht ja nicht viel besser aus. Das ist ein Vorgesetzten. Der ist eh ein bisschen dumm hier, der hier. Ja, das ist mein Vorgesetzter. Ihr werdet gleich nochmal 10 Monate haben. Ne, also wenn ich ihn jetzt in die Tasche fasse, den Herrn, ne, also meinen Kollegen, dann klatscht er mir eine. Ja, da werden sie auch bestimmt noch so einen Joint finden bei dem. Das nehmen sie ihn eh ab. Ja, das glaube ich nicht. Also mein Kollege kommt hier. Ich hab den schon mal mit so einem Ding gesehen. Die sind hier alle nicht ganz grün. Die sorgen nicht für ihr Arbeitsumfeld. Ja, wäre ja auch schlimm, wenn wir grün wären. Dann müssten wir ja den ganzen Tag kiffen. Hast du doch eine Tüte für mich? Ach. Suchen Sie mich gerade zu schlagen? Ja, wie gesagt, gute Frau, ich kann leider dafür nichts. Bin leider nur Rekrut hier. Und ich probiere mein Bestes. Ich kann mich verarschen, wie Sie wollen, Officer. Ich gebe mein Bestmögliches. Nee, ich bin ja halt kein Officer, Ich bin ja ein Rekrut. Ja, komisch. Haben sie eben nicht geleugnet, als ich sie mal Officer genannt habe. Ja, aber dann jetzt auch. Nur noch so eine Tüte. Ja, weil mein Kollege mich da gerade drauf aufmerksam gemacht hat. Weißt du, dass du dich hast? Das tut mir schrecklich leid. Ja. Aber ich hoffe, dass ich mal so ein starker Officer werde wie der Herr Wilson. Boah, hören Sie sich ja nicht selber reden? Sie wollen so werden wie IBIMS? Ja. Das ist mein großes Idol. Der Ibens ist verlogen. Der ist aber mein Vorbild. Der macht immer korrekte Arbeit. Der ist aber verlogen. Glauben Sie dem nicht? Ja, aber aktuell ist er mein Vorgesetzter. Und außerdem fährt er auch Leute an auf dem Highway. Okay. Wow. Ihr Ernst? Mit was waren Sie denn unterwegs auf einem Highway? Lassen Sie mich raten, Herr Wilson. Ich bin wie Sherlock Holmes mit einem Fahrrad. Richtig. Fährt erst rechts, dann bin ich vorbei. Und dann zieht sie nach links und wundert sich. Ich hab gedacht, ich hab einen neuen Mixer. Sie sind so eine Quasselstrippe, ne? Eieiei. Also, das geht ja nicht, gute Frau. Sie können ja nicht auf dem Highway. Sind Sie denn lebensmüde? Ja. Ach ja, dann haben wir noch den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Fahren mit einem Fahrzeug, was nicht mindestens 80 fährt auf dem Highway oder 100, keine Ahnung. Ja. War ja gar nicht auf dem Highway. Aber gute Frau. Nee, das war nicht auf dem Highway. Ich hab einen großen Mixer, verdammt. Hören Sie mir nicht zu. War nicht auf dem Highway. Können Sie nicht, gell? Also gute Frau, ich sag ja mal so, ne? Auch Ihr Leben, auch wenn Sie gerade in der Zelle sitzen, ist Ihr Leben trotzdem lebhaft. Wissen Sie? Ja, das ist richtig. Werfen Sie doch Ihr Leben nicht so einfach weg. Ja, ich versuche es ja nicht wegzuwerfen, aber sie halten mich hier ja fest. Ja, aber schlagen Sie doch den anständigen Weg ein und Jetzt labern Sie mich nicht voll und lassen Sie mich hier raus! Los. Wissen Sie, ich war mal Psychologe. Sie war mal Psychologe? Ja. Das glaube ich nicht. Scheiße, ja. Na doch, geben Sie mir 10 jetzt Sekunden und ich krieg Sie auf die Palme. Kacke hier aus! Ey! Sehen Sie? Bringen Sie sich! Wenn wir hier so weiter randalieren... Randalieren! Versuch nur die Tür zu öffnen! Ja, davon halten Sie sich ab. Die gibt's da zu kaufen. Frau Lamoun, haben Sie mal überlegt, vielleicht zur Justiz zu gehen? Ich habe gehört, die suchen neue Mitarbeiter. Ich helfe immer gerne. Das ist halt eine Ampel, die da läuft. Sieh mal, ich kann da hin mit meiner Akte, ja? Sie witzbold. Ja, fragen Sie doch mal die Frau Jones. Ich meine, die ist ja eigentlich, mit der kann man ja, die ist ja relativ umgänglich. Mit der kann man ja reden. Hab ich Ihnen gesagt, hören Sie auf damit. Weiß ich, wer das ist. Ja, ist halt eine Richterin. Oberste Richterin? Ich glaube. Scheiße, Marie. Machen wollen möchten sie nicht. Ne, Justiz. Den kacke ich eher auf den Tisch. Ja, das denke ich mir auch immer so. Aber kann ich nicht machen. So werden sie auch irgendwann mal mit ihrer Freundin. Ja. Was? Ja, dann mache ich das für sie. Ja, ihnen geht was aufs Maul. Aber dann lassen sie mich hier raus. Machen Sie nicht. Ja. Also sie spielen schon gerne mit ihren Fäkalien, habe ich so das Gefühl, oder? Ja, 40 nee. Nach. Sie wirken nach aber so. Also bei Ihnen ist so jedes zweite Wort Scheiße, Kacke. 40 nach. Irgendwie. 50 ja, nach weil das Mist ist hier.
Ja, aber gute Frau, Sie sitzen ja nicht. Na, Sie sitzen ja nicht ohne Grund hier. Das muss ja Gründe haben. Hä? Das muss ja Gründe haben. Was machen Sie denn da drüben? Hallo, bleiben Sie ganz locker, das sind polizeiliche Maßnahmen. Scheiße. Das Polizeigewalt ist das. Ich will hier raus. Scheiße. Wenn die anderen anfangen. Aua. Sie möchten mich anzeigen. Okay. Na gut, da ist ja mein Vorgesetzter, ist ja denn dafür zuständig. Das ist denn der Herr Ibims. Sir. Für was? Ja, die Dame möchte sich über alle Kollegen beschweren, aber ich als Rekrut, ich stehe ja noch unter Welpenschutz. Vielleicht müssen wir den Handschellen anlegen. Welpenschutz, ein Scheiß, Alter. Ja, doch, ausguckt. Selbstverständlich. Ich bin ja quasi noch in der Ausbildung und da können Fehler passieren. Na klar. Mhm. In der Ausbildung. Fresse, Ketchupfresse. Ja, dass Sie Ausbildung nicht kennen, war mir eigentlich bewusst. Ketchupfresse muss ich mir merken, das war geil. Geile Aussage. Ach, die Dame, wollen Sie sich nicht einfach ins Bett legen und mal ihr Mund halten? Was? Passt Ihnen das nicht oder was? Nein. Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich Bims habe ich vertraut. Den haben Sie vertraut? 75 von der Leitstelle kommen. Okay. Politiken kann man nicht vertrauen. Selbstverständlich, mir können Sie vertrauen. Die willst du mich einsammeln kommen. Die würden mir bestimmt genauso anlügen. Nein, ich habe Ihnen frische Unterwäsche gebracht. Ich bräuchte eine Einheit, die nicht viele Fragen stellt, und, gleich an meiner Position, die ich schicke. Ja. Wenn Sie Toilettenpapier gebe ich Ihnen. Wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Ich bin das Mädchen für alles hier. Das Mädchen für alles? Ja. Dann müssen Sie nur noch Zöpfchen flechten. Ja, dann hätte ich so eine schöne Zöpfchen wie Sie. Wäre doch schön. Nee, hätten Sie nicht. Warum? Weil Sie nicht so langes, geiles Haar haben. Ja. Lässt sich ja ändern. Außer, Extensions. Nee, ich das sagen, ich hätte nichts zu. Frohen Aufenthalt. Wir sehen uns wieder. Jo, der darf gehen? Nein. Ich will auch gehen! Der ist nicht gegangen, der steht da noch drin. Ja, natürlich darf ich jetzt gehen. Der war die ganze Zeit so kooperativ und ja, hat eben. Gar nicht auch, gesabbelt. Ich wollte sie auch gar nicht schlagen und so. Nicht. Nee. Achso, kooperativ bedeutet also, wenn man nicht sabbelt. Alles Scheiße. Ja, richtig. Okay. Einfach. Warum beleidigen Sie mich denn immer, gute Frau? Das verletzt mich in der Seele doch schon ziemlich stark. Oh, das verletzt Sie. Also ich dachte, für Beleidigung bekommt man 5 Monate länger hier. Das ist richtig. Also bei der Dame, die kann nochmal 90 Monate hinten ranhängen. Was zur Hölle, ein Scheiß. Bei mir können Sie das abziehen. Warum bei Ihnen abziehen? Wir machen jetzt, weil Sie jetzt hier die Officer darauf aufmerksam gemacht haben, dass man mich noch länger drin lässt als 120 Monate oder was? Ja, natürlich. Ja, was ist mit Ihnen nicht falsch? Ich bin ein vorbildlicher Bürger hier, also, ne? Sie? Ja, klar, natürlich. Deswegen sitzen Sie hier nebenan oder was? Ja, das war ein Missverständnis. Ja, klar. Ja. Wie bei mir auch. Selbstverständlich. Ja. So nett, wie Sie uns entgegenwirken. Wissen Sie was? Ja. Jetzt hab ich's. Sie verknacken uns unschuldige Bürger hier einfach so. Ja, das kommt auch noch mit auf den Zettel. Machen Sie, schreiben Sie sich das, ich weiß zwar nicht, wo Sie, schreiben Sie das auf Ihrer braun gebrannten Unterhose oder wo schreiben Sie sich das auf? Auf der Kruste, die war so fest, da kann man mittlerweile schreiben. Finden Sie das jetzt witzig oder was? Ja, gute Frau, wenn Sie mich wieder so ehrlich fragen, ja. Ist es ein Munzler wert? Bin ich ganz ehrlich. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Ne? Null, ne. Nicht. Warum? Nee, dann wissen Sie was? Gute Frau, dann entschuldige ich mich recht herzlich für meine unfriedhafte Äußerung. Ich als Rekrut hab da noch nicht so ein Fingerspitzengefühl drin. Wissen Sie was? Sie machen sich darüber lustig, dass ich mich hier nicht vernünftig, hygienisch abwischen konnte, ja? Und meine Unterhose jetzt im Arsch ist. Ja, weil die verdreckt ist und ich kann mir so schon nichts leisten. Ja, die Unterhose muss ich schon fast täglich per Hand auswaschen, damit ich überhaupt was anzuziehen habe. Ja, was soll ich jetzt sagen? Läuft bei Ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich möchte mal, dass Sie in dieser Situation stecken. Gute Frau, aber... Dann würde ich mal gerne wissen, was Sie machen würden. Wenn Sie einen Opa hätten, der in Scheiße geht. Da habe ich vollstes Mitgefühl, Tatsache, wirklich. Ja, okay. Aber wenn Sie nicht fragen, gute Frau, dann kann man Ihnen halt auch nicht helfen. Kann ich meine Nagelfeile abholen, die man vielleicht im ATM irgendwie findet, damit ich wenigstens meine Nagelfeile nicht neu kaufen muss? Nein. Ich gebe Ihnen nachher $50, können Sie sich eine neue holen.
Ach, Herr Shepard. Ja, hallo, wie soll sie sich ihre Nägel machen? Wisst ihr, was eine Petiküre und eine Maniküre kostet? Glaub mir, ja. Das willst du nicht bezahlen. Als hätte ich mir, könnte ich mir das leisten. Aber mit der Nagelfeile kann man wenigstens sich die Risse wegfeilen. Ja, eben. Ja, oder da bleibt man immer an der Bettdecke und so hängen. Ne, das ist total unangenehm. Mhm, genau so ist es. Herr Rekrut. Ja, dankeschön. Ich hoffe, ich werde mal so ein großer Officer wie der Herr Wilson. Sie meinen Ibims? Ja. Verzeihung. Aber der Ibims Herr Wilson, Sir. Der ja, die Dame. Okay. Wäre mir bis jetzt nicht bekannt. War es nicht bekannt? Dass der Herr Wilson, beziehungsweise der Herr Ibims, Sir, lügt. Doch, der hat mich hierher gelockt. Ich dachte, das ist ein Officer. Ich hergelockt. Doch, haben sie! Hat er sie in ihr Knusperhäuschen gelockt, oder wie? Komm mal in die So wie bei Hänsel und Gretel. Ich hab die Dame hergeholt, wegen ATM-Raub, wegen ihrer beschlagnahmten Party. Sie verarschen mich gerade. Würde ich nie tun. Doch. Nein. Sie haben, natürlich, sie haben gerade gesagt, er hat sie in sein Hexenhäuschen geholt. Naja, was? So haben sie es ja gerade dargestellt. Ich habe es ja nur wieder mit meiner blühenden Fantasie quasi wiedergegeben. Mit ihrer blühenden Fantasie, dass es nicht so wirkt, als würden sie mich gerade verarschen wollen. Warten Sie kurz, kennen Sie das noch? Da kam jeden Tag die Hexe vorbei und hat am Finger geguckt. Ob der dick genug ist. Damit Gretel dann in den Ofen geschoben werden konnte. Mhm. Nee, also erzähl aber mal bitte weiter. Also der Herr Wilson hat sich hergelockt. Aber wie hat er sie denn hierher gelockt? Ja, passen Sie auf, Officer. Ich erzähle Ihnen die Story, ja? Rekrut, bitte. Ich hab einen Bonbon. Ich kann nicht mehr stehen. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Machen Sie das. So. Boah, der Boden ist irgendwie dreckig. Warten Sie, ich bringe eine Decke, gute Frau. Sehen Sie das? Ich bin's. Deswegen ist es nett im Gegensatz. Das ist halt gerade. Der Shepard ist halt immer nett. Ja, der ist halt kurzer Augenblick nett. Und im nächsten Moment drückt er ihr halt so voll den Spruch. Ja, das ist halt voll assi. Echt? Ja. So, Frau Lamoon, Ma'am, bitteschön. Ja. So. Okay, Officer. Ich sag Ihnen Folgendes. Also, die Bullen haben erstmal mein Motorrad geklaut. Also die Polizei, meinen Sie? Ja. Polizei. Hat mein Motorrad geklaut. Und dann entwendet. War ich... Nee, geklaut. Ist ja entwendet. Geklaut? Entwendet. Wie kommen Sie auf entwendet? Ja, weil... Klauen das ist doch wie geklaut. Ja, aber ich muss es ja... Das ist nicht deren Eigentum. Ich muss es ja protokollieren und deswegen schreibe ich entwendet. Das klingt einfach ein bisschen hübscher. Aber erzählen Sie weiter. So. Ich war bei so einem Fuzzi, wo ich immer meine Autos abgebe und der wollte... Ja, bei einem Herrn, bei einem Garagenwärter also. Okay. Ja, weiß ich, Alter, was das ist. Weiß ich doch nicht, was der für einen Job gelernt hat. So, den habe ich auf jeden Fall gesagt. Hier... Ich will meine Barty. Ich muss arbeiten. Hat er gesagt, ist momentan nicht hier. Er dachte, schöne Scheiße. So, dann musste ich mir ein Fahrrad kaufen. Von meinem ganzen ersparten Geld. Ja. So. Dann habe ich mir erstmal ein falsches Fahrrad gekauft, musste ich das wieder verkaufen. So, dann habe ich mir mal ein BMX gekauft, bin ein bisschen rumgefahren, habe ich gedacht, okay, jetzt rufe ich mal bei der Polizei an. Sie wissen, wo meine Barty ist. Ja. Ja. Und habe vorher einen Hinweis bekommen, dass bestimmt die Polizei meine Barty hat. Dann habe ich den Ich-Bims am Telefon gehabt. Ja, also den Herrn Wilson, ja. Nein, Ich-Bims habe ich am Telefon gehabt. Ja, das ist ja der Herr Wilson. Gut. Also Ich-Bims. Also Herr Wilson. So. Dann hat er gesagt, dass ich ja vorbeikommen kann, um die abzuholen. Wenn die bei ihm ist. Ja. Ja. Und er meinte, wenn ich auch komme,
dass er und mich und da somit mich kooperativ ja, zeige. Kooperativ, ja. Kooperativ, dass dann er mir entgegenkommen kann. Ja. Dann wissen Sie, Officer, ich bin 15 Minuten mit meinem BMX gefahren. Und Sie müssen wissen, mein Fuß war ein bisschen angeknackst, weil ich damit, naja, ich habe damit wogegen gehauen. Ja, also wie hier in den Zellen, ja, gut. Na, ja. So, und dann bin ich wirklich aus der Puste dahin gefahren. Ich habe sogar ich BIMS angerufen zwischendurch und habe gesagt, dass ich noch komme, ich aber unterwegs bin, dass es echt anstrengend ist. Ja, dass sie erscheinen, ja, habe ich. Und dann war ich vor Ort. Da habe ich BIMS getroffen. Den Herrn Wilson, ja, habe ich. Ja, und dann stellen sich plötzlich viele Leute um mich rum und sagen, oh, sie haben Haftbefehl, wir müssen sie hiermit festnehmen. Dann hatte ich Angst, bin weggelaufen, weil ich direkt an meinen Opa denken musste. Ja. Ja. Der boah, aktuell sehr starke Magenprobleme hat. Der ist krank und hat einen Schlaganfall gehabt. Und den pflege ich. Ja, dann ja. Können Sie dem ja dann sagen, dass Sie im Knast waren, weil Sie eine Straftäterin sind. Dann geht's dir bestimmt besser. Ich konnte doch nicht anders. Hallo, kann ich jetzt gehen? Aber gute Frau, haben Sie denn den Geldautomaten probiert auszurauben, oder nicht? Welchen? Ja, mit Ihrer Nagelfeile den. Irgendwann war das mal der Fall, ja. Da stellt sich mir die Frage, warum tun Sie denn sowas? Warum ich das tue? Mhm. Ja, weil ich Geld brauche. Naja, aber ne, stellen Sie sich das mal so vor. Ne, viele Leute arbeiten, ne, die klopfen Steinchen oder schmelzen Eisen ein oder so. Ne, und zahlen immer ihr hart erarbeitetes Geld quasi in diese Geldautomaten. Und da kommt halt jemand und bedient sich halt einfach. Finden Sie das fair, den anderen gegenüber? Ich nehme ja nicht viel. Ja, aber warum? Nur einen kleinen Teil. Aber guck mal, Sie sagen ja, und Sie... Ich pack das ja auch wieder drauf, dann aber, in den Geldautomaten. Ja, aber das ist ja dann auf Ihr Konto. Ich zahle das doch wieder ein. Ja, aber das ist ja dann bei Ihnen drauf. Und nicht bei den beklauten Leuten. Nein, warum denn? Aber das Geld geht doch in den Auto... Officer, lassen Sie mich aussprechen. Wenn ich das Geld wieder einbezahle in den Automaten, dann ist es doch in dem Automaten drin. Und dann wird es doch auch an die Leute, wenn die an Ihr Konto gehen, auch da kriegen die doch dann wieder... Ja, gute Frau, aber wenn sie den Geldautomaten hacken, beispielsweise, ja, dann wird ja quasi eine Summe X auf ihr Konto quasi transferiert. Und in dem Sinne, selbst wenn sie den Geld wieder einzahlen, dann zahlen sie zwar Geld ein, aber auf ihr eigenes Konto und nicht auf das Konto von den Leuten. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ja doch, aber sie haben ja gerade gesagt, sie kennen oder sie haben den Herrn Wilson vertraut. Das ist so richtig. Ja. Das habe ich ja so zum Protokoll hier aufgenommen. Ja, ich habe mich verarscht. Aber warum haben Sie denn, wenn Sie Geld brauchen, warum haben Sie denn Herrn Wilson nicht mal angerufen und gesagt, Mensch, Dominik, ich habe ihn doch erst danach kennengelernt. Herr Wilson! Das sieht hier momentan ein bisschen eng bei mir aus. Mein Opa ist sehr schwer krank, können Sie mir da vielleicht mal 100 oder 200 Dollar leihen? Ich kannte ich BIMS ja noch nicht. Naja. Das klang eben so, als wenn Sie den Herrn kennen würden. Oder haben Sie keinen anderen? Muss man auch nicht kennen. Haben Sie denn keine anderen Freunde, der ihn vielleicht? Komisch, oder? Der ist kacke. Der ist wirklich kacke. Haben Sie vielleicht andere? Tu das Ding weg! Haben Sie vielleicht andere Freunde, die Sie vielleicht hätten um Geld bitten können? Ja, aber das sind anscheinend falsche Freunde. Die haben mir geraten, ich soll zur Polizei gehen und nachfragen, was Sache ist. Und stattdessen werde ich direkt in den Knast gesteckt. Und Karl hat Mitleid mit meinem Opa. Und ich habe sogar angeboten, alles hier zu putzen. Sämtliche Klos. Hauptsache, ich muss nicht in dieser Dreckszelle sitzen. Na gut, also ich bin zwar nur Rekrut, gute Frau, aber Sie haben jetzt halt noch die Möglichkeit, Ihre Toilette logischerweise von Schmutz zu bereinigen und Zelle 3. Zelle 1 lassen wir heute mal aus. Und wie lange musst du sitzen? 90 Monate? Ja, das dürfte dann sich ausgehen. Ich hole Ihnen jetzt einen netten Mob, ne, und ein bisschen was zu putzen, und dann machen Sie hier aber einmal die Zelle 1 und, oder Zelle 3 und 2 mal richtig blitziblanki sauber, und dann können Sie gehen. Und halten Sie davon. Und kriegen Sie ja noch einen kleinen Taschengeld. Jo, alles klar, geht klar. Shepard. Ja, hallo, mach das Ding ja auf hier, bevor Sie gehen. Ne?
Ja, meine, sie saß jetzt da schon. Und die hat die ganze Zeit RP gemacht. Also da kann man halt echt nichts meckern. Also sie hat wirklich die ganze Zeit RP gemacht. Also. War zwar mal so ein bisschen mehr Motzerei. Aber sie hat halt die ganze Zeit RP gemacht. Und ich finde, das sollte man auch belohnen. Meiner Meinung nach. Also wirklich. Oh, dann haben wir kurz Geld. Armin, moin. Ja, tut mir leid an alle Neuen, die gerade nicht vorgelesen habe oder wie auch immer. Aber das war gerade wirklich zu lustig. Das war halt wirklich gerade lustig. Geben wir mal 1500 Dollar. 40 für 58, komm. 40 hat. Wie lange muss der Typ noch in der Zelle bleiben, komm? Bis 40 nachkommen. Bis 20 vor. Bis 40, naja, check. Ende. Tür auf. Tür ist nicht offen. Das ist so. Gott. Ja, wo ist das Putzzeug? Ja, habe ich. Nimm den komischen Hut von Wilson hier. Habe ich in den Händen. Das ist eine gute Idee. Ich nehme das mal weg. Officer? Nein. Danke. So. So. Gute Frau. So. Wow. Hier. Haben Sie einen Wischmopp? Okay. Ja. Lappen. Ja. Und was zum Putzen. Danke. Damit machen wir jetzt Zelle 2 und Zelle 3 sauber. Ja, mache ich. Aua. Ah. Ah. Oh. Aua, 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 aua. Aua. Und schön gründlich. Wie aua. Und aua. Gute Frau, da Toilettenpapier nachfüllen, bitte. Aua. Ja. Hey, was ist denn jetzt hier aua? Ja, sie haben mich voll angekrempelt. Ach so. Danke für Ihre Mütze. Alter, winken Sie sich! Oh nein, ich hasse mich ohne Mütze! Können Sie nicht machen! Doch, meine nein. Haben Sie in die Toilette gepackt, also nehme ich mir Ihre. Ich glaube nicht, dass Sie Geld haben. Ich werde mir, mal meine Mütze erstmal in die Tasche packen. Eine heftige Mütze. Check. Können Sie mal bitte zwei, drei Fahrzeuge oben warten? Sie das Ding weg! Welche denn kommen? Ja, da steht einer und einer kommt jetzt, komm. Natürlich. Natürlich. So. Alte Eine gute Frau, wer früher gehen will, ne, der muss halt auch ein bisschen sauber machen. Boah, ich krieg mal fast das Kotzen, Alter. Ja, das ist ihr Kunstwerk, gute Frau. Oh, nee, da klebt ja noch was von Tagen, ey. Ohne Witz. So. Oh, Opa, zum Glück musst du das nicht sehen. Glauben Sie das? Was? Was? Nix. So. Gut machen Sie das. Ja. Kann ich jetzt eine andere Zelle? Ja, was ist mit den Betten? Die müssen auch noch gemacht werden. Okay. So, ausschütteln. Ach Gott, ey.
Meine Presse. Oh. So. Sauber. Wunderbar. Officer. Gucken jetzt, Sie, kontrollieren Sie. Das sieht soweit ganz gut aus. Sollte ich jetzt die Tür öffnen und Sie sollten rennen, dann werde ich Sie tasern. Das ist Ihnen. Ich war gerade schon da draußen. Bin ich gerannt? Nein. Gut. Dann kommen Sie mit. Und einmal Zelle 3 noch. So. Die Klosteine müssen auch ersetzt werden. Woher hat jemand Mais gegessen? Das ist ja widerlich. Ist ja widerlich. Die kommen jetzt bestimmt, um mich hier rauszuholen, oder? So. Oh, was war da hinten, Officer? Das war nix, alles gut. Was ist das? Okay. Nur manchmal die Ventilatoren, die knarren ein bisschen. Mhm. Ist auf zu schlagen. Mhm. Wenn sie auf zu schlagen. So. So. Oh, wir können grüßen, moin. So. So. Boah, hat da jemand in die Ecke gepinkelt oder was? Konnte das Klo nicht treffen? Das kommt vor, gute Frau. Das ist ja voll abartig. Boah. Sie haben ja einen Mob, das geht ja. Ja, ja. So. 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 Da. So, jetzt wischen Sie noch einmal über den Flur. Und dann stellen Sie da vorne denn, wenn Sie fertig gewischt haben, da vorne den Eimer in die Ecke. Und dann kriegen Sie noch ein bisschen Taschengeld. Sehen Sie das als Neuanfang. Dass sie was aus ihrem Leben vielleicht machen und dann passt das. So. So. Herrchen! Bitte? Was aufs Fressbrett? Da will ich nicht mal husten. Ja. So. So. Arschloch. Ah, oh, Ibims muss da weg, Mann. Ja, Wilson, so. Einmal einen Schritt zur Seite. Sir. Sir. So. So. Scheiße, Alter. Ja, was ist mit meiner Zelle hier? Ein Scheiß mit ihrer Zelle. Die mufft hier ganz schön. Die können sie nachher selber sauber machen, wenn sie möchten. Nee. Du hast wie eine Putze oder was? Wenn sie mich so fragen, mit ihrer Frisur, ja. Hast du die? Fehlt nur noch das Netter drauf. Danke. Hab ich heute schon zum zweiten Mal gehört, Mensch. Heute hassen mich viele Leute. Ja, so ist doch richtig. Die Leute müssen. Oh, die brauchen dringend eine Putzfrau, Alter. Das geht ja gar nicht. Für 1000 Dollar stelle ich sie ein. $1,000? Mhm. Wie oft muss ich putzen? Fünfmal die Woche. Fünfmal die Woche für $1,000? Mhm. Ja, nee, ist klar. Ist ein guter Stundenlohn. Rechnen Sie die steuerlichen Sachen doch ab? Hallo? Gehen Sie mit 600 Euro raus, das ist okay.
jemand zu Hause. So, gute Frau. Putzeimer haben Sie hingestellt. Bitte. Vielen Dank. Sie sind frei. Ja, das war cool. Was ist mit meiner Party? Das muss der Herr Wilson sagen. Ich weiß nicht. Ich bin nur hier, um auf Sie aufzupassen. Ibims. Wie bitte? Ey, yo. Ja, was? Was ist mit meiner Party? Ja, da müssen wir erstmal gucken, ob die überhaupt existiert in unserem Beschlag. Was? Wollen Sie mich verarschen? Sie haben mir gesagt, Sie haben die Bar. Frau Lamoon. Den Sabbel. Hier stand zumindest so in ihrer Akte. Die Dame. Ey, Schnepper, mach den Typen dann hier um. Ich glaube, der ist da wie eine Fahrzeugortung. Welchen Typen? Ist der mir in mein Auto gefahren?